Mit einem Oberösterreich-Derby wird die Sommerpause in der heimischen Herren-Judo-Bundesliga beendet. In Feldkirchen an der Donau empfängt die Judo-Union Dynamic One die Aufsteiger des ASKÖ Reichraming. Für beide Teams geht es um einiges. Während sich die Gäste aus Reichraming mit einem Erfolg weiter aus der Abstiegszone entfernen könnten, würden sich die Hausherren mit dem dritten Saisonsieg die Tür zum Final-Four-Finalturnier weiter offen halten. Das letzte Aufeinandertreffen dieser beiden Teams gab es übrigens im Jahr 2016, damals allerdings noch in der zweiten Bundesliga. Das Ergebnis damals war ein freundschaftliches Remis. Damit wäre diesmal allerdings keine Mannschaft so wirklich zufrieden. Wir wollen einfach wieder starke Kämpfe liefern. Wir wollen schauen, dass wir das, was wir im Training immer wieder üben, dass wir das umsetzen, dass wir sie wieder steigern, dass wir ein bisschen übers Limit gehen können. Und dann schauen wir mal, was am Ende vom Tag ausschaut. Die anstehende Judo-Weltmeisterschaft wirft ihren Schatten übrigens bis in die Bundesliga. Legionäre haben wir, zwei Legionäre da. Die Slowenen, die zwei haben leider nicht starten dürfen, weil die auf die WM fahren in zwei Wochen. Jetzt haben wir nur kurzfristig einen Schwergewichtler besorgt und den zweiten Legionär bis 73 gehen sie mit Upski. Und ja, die anderen sind auch alle fit. Von dem her sind wir, glaube ich, ganz gut benannt. Also es wird heute sicher eine schwierige Partie werden. Sie haben zwei starke Legionäre da. Wir sind zwar fast ganz fix aufgestellt, aber der Vorteil liegt sicher mal, sage ich, bei Dynamic One. Weil einfach mit den zwei Legionären und mit Tuppi Hammer Florian sind sie einfach sehr stark aufgestellt. Wir haben heute einen Nachwuchskämpfer da, der Leute gibt Daniel. Ich weiß nicht, die Judo-Fans oder die Judo-Interessierten werden das natürlich sicher wissen. Der ist heuer Dritter geworden bei der Jugend-Europameisterschaft und hat die Qualifikation geschafft für die Olympiade in 14 Tagen in Argentinien. Neil Leutgeb ist dann auch gleich im ersten Kampf des Tages zu sehen, wo er in der Klasse bis 60 Kilogramm auf Philipp Lindinger im weißen Judogi trifft. Und Österreichs Nachwuchshoffnung in Blau macht seine Sache auch ausgezeichnet. Er gewinnt diesen Kampf vorzeitig durch diesen Ippon, wunderschön gemacht von Daniel Leutgeb. Er bringt Reichraming damit gleich zum Auftakt mit 1:0 in Führung. In der Klasse bis 66 Kilogramm trifft dann der 28-jährige Florian Doppelhammer als lokalen Matador auf den erst 21-jährigen Philipp Sellner, den Fünftplatzierten der diesjährigen U23-Staatsmeisterschaften. Und Doppelhammer lässt hier Sellner keine Chance. Er bringt ihn gleich einmal zu Boden und fixiert ihn hier auch. Sellner wehrt sich zwar verbissen, aber Doppelhammer kann ihn tatsächlich am Boden fixieren. Und somit muss Sellner abklatschen. Doppelhammer gewinnt diesen Kampf in der Klasse bis 66 Kilogramm. Damit steht es 1:1. Mit Václav Sedmidubský schickt Dynamic One dann in der Klasse bis 73 Kilogramm den ersten der beiden Legionäre auf die Matte. Sein Kontrahent ist Oliver Sellner, der Zwillingsbruder von Philipp. Und der Tscheche geht gleich einmal mit einer Vasari-Wertung in Führung. Damit ist er aber noch nicht zufrieden. Er kann hier einen schönen Konter ansetzen bei diesem Angriffsversuch von Oliver Sellner und gewinnt diesen Kampf mit Ippon. Hier noch einmal in der Wiederholung, schön gemacht vom Tschechen, der hier den Reichraminger auskontert und Dynamic One somit mit 2:1 in Führung bringt. In der Klasse bis 81 Kilogramm stehen sich dann Daniel Hoffmann auf Seiten der Gastgeber und Simon Reisinger auf Seiten Reichramings gegenüber. Und Hoffmann legt hier gleich ordentlich los. Eine Ippon-Wertung wird hier angezeigt. Allerdings gibt es da eine Entscheidung dagegen. Somit wird diese Wertung zu einem Vasari abgestuft. Also es bleibt noch spannend in dieser Klasse im Kampf zwischen Daniel Hoffmann und Simon Reisinger in der Klasse bis 81 Kilogramm. Hoffmann lässt sich von dieser Abstufung seines ersten Wurfes allerdings nicht beeinträchtigen. Er kämpft aggressiv, aktiv weiter, zwingt hier seinen Kontrahenten auf den Boden und kann ihn hier auch fixieren. Keine Chance für
für Reisinger die RWO geben muss und damit der nächste Punkt für Dynamic One. Die Heimmannschaft führt also bereits mit 3:1. Damit sind wir auch schon in der Klasse bis 90 Kilogramm. Florian Reutner im weißen Judogi bekommt es hier mit Jonathan Reisinger zu tun. Der 21-jährige Übsitzer geht hier auch gleich einmal mit einer Vasari-Wertung in Führung. Und 13 Sekunden vor dem Ende bringt er diese Führung natürlich dann auch über die Zeit. Reichraming verkürzt somit auf 2:3. In der Klasse bis 100 Kilogramm kommt es zum Legionärsduell zwischen dem Ungarn Salan Ohad auf Seiten von Dynamic One und dem Slowenien Jesenko Setic, der für Reichraming auf der Matte steht. Und hier verletzt sich der Ungar ganz, ganz unglücklich bei diesem Wurf des Slowenen. Salan Ohad versucht zwar dann noch weiter zu kämpfen, muss schlussendlich aber mit einer Verletzung WO geben. Und damit steht es in diesem Oberösterreich-Derby vor dem letzten Kampf der Hinrunde wieder 3:3. Damit entscheidet also das Duell in der schweren Gewichtsklasse zwischen Matthias Willnauer und dem ungarischen Legionär Gergő Fogas die Hinrunde in diesem Oberösterreich-Derby der Judo-Bundesliga. Und der Ungar geht hier gleich einmal mit einer Vasari-Wertung in Führung. Und er legt dann auch noch einen drauf, und zwar einen wunderschönen Ippon-Wurf. Und damit geht die Hinrunde mit 4:3 aus Sicht der Reichraminger zu Ende. Zum Auftakt der Rückrunde stehen sich dann, wie schon zum Beginn dieses Oberösterreich-Derbys in der Klasse bis 60 Kilogramm, Philipp Lindinger und der U18-EM-Medaillengewinner Daniel Leutgeb gegenüber. Und wie schon in der Hinrunde hat der junge Daniel Leutgeb auch in diesem Kampf keine allzu großen Probleme. Er fixiert hier Philipp Lindinger am Boden. Der hat hier keine Chance, sich dem Festhalter zu entziehen. Leutgeb, ja, eine der österreichischen Nachwuchshoffnungen. Und er sorgt mit seinem zweiten Sieg für eine komfortable 5:3 Führung für seine Reichraminger Mannschaft. Keine Änderungen in der Aufstellung sehen die Zuschauer in Feldkirchen an der Donau, dann auch in der Klasse bis 66 Kilogramm. Auch hier stehen sich Florian Doppelhammer und Philipp Sellner ein zweites Mal gegenüber. Und auch hier kann Dynamic One-Kämpfer Doppelhammer einen zweiten Sieg einfahren. Und zwar mit dieser wunderschönen Vasari-Wertung geht er zunächst einmal in Führung. Und er legt dann noch einen drauf. Er kann nämlich Philipp Sellner am Boden fixieren. Und dann gewinnt er diesen Kampf vorzeitig, da Sellner abklopfen muss. Der Tscheche Václav Sedmidubský hat somit in der Klasse bis 73 Kilogramm die Möglichkeit, Dynamic One wieder auf 5:5 heranzubringen. Er muss dazu allerdings Michael Starzer bezwingen, den die Reichraminger statt Oliver Sellner auf die Matte schicken. Und das macht er ausgezeichnet, und zwar mit diesem wunderschönen Ippon. Damit steht es also tatsächlich nach 10 Kämpfen 5:5. Daniel Hoffmann hat somit in der Klasse bis 81 Kilogramm die Chance, die Gastgeber wieder in Führung zu bringen. Sein Gegner ist Oliver Sellner, der in der Hinrunde noch eine Klasse tiefer gekämpft hat. Allerdings tut sich Oliver Sellner auch in der schwereren Gewichtsklasse extrem schwer. Er hat hier keine Chance gegen Daniel Hoffmann. Der gewinnt diesen Kampf mit Ippon und bringt 3 Kämpfe vor dem Ende, damit Dynamic One wieder mit 6:5 in Führung.
In der Klasse bis 90 Kilogramm könnte somit Johannes Kastinger mit einem Sieg über Jonathan Reisinger, zumindest ein Remis für die Gastgeber, schon in trockene Tücher bringen. Es kommt allerdings anders, denn nicht Kastinger, sondern Reisinger gelingt hier eine erste Vasari-Wertung und er macht dann auch noch den Sack zu. Er gewinnt diesen Kampf nämlich mit einem Festhalter, womit Reich Ramming auf 6:6 ausgleichen kann. Damit stehen nun plötzlich die Reich Raminger vor dem Sieg, haben sie doch noch zwei Legionäre im Talon. Den ersten schicken sie mit Jesenko Setic in der Klasse bis 100 Kilogramm gegen Matthias Willnauer auf die Matte. Willnauer hält zwar tapfer dagegen, aber Setic macht seine Sache auch ausgezeichnet. Schlussendlich gewinnt Jesenko Setic diesen Kampf mit einer Vasari-Wertung und Reich Ramming führt mit 7:6. Damit liegt es also an Florian Reutner, die Niederlage von Dynamic One doch noch abzuwenden. In der schweren Gewichtsklasse hat er gegen Gergő Fogarty allerdings einen schweren Stand. Ein absolut ausgeglichener Kampf, den die Zuschauer da in Feldkirchen an der Donau sehen. Keinem der beiden Kämpfer gelingt eine entscheidende Wertung in der regulären Kampfzeit. Damit geht es also in das Golden Score. Und da kann der Legionär der Reich Raminger mit dieser Vasari-Wertung die Entscheidung herbeiführen. Die Aufsteiger aus dem Ennstal gewinnen das Oberösterreich-Derby gegen Dynamic One, also doch deutlich mit 8:6. Wir haben verloren, aber wir haben vorher schon gewusst, dass es eine ganz knappe Partie wird, eine hartige Partie gegen Reich Ramming, weil wir die schon ewig kennen aus der Landesliga und sind ja schon immer Kämpfer oder schon immer Fight-Kumpanen. Wir haben heute ein wenig Pech gehabt, der Legionär hat sich leider in den ersten Runden verletzt. Wir hoffen, dass er zumindest zur WM dann fit ist in 2 Wochen. Mal schauen. Ja, im Großen und Ganzen, ich bin trotzdem stolz auf die Burschen, die haben alles gegeben. Müssen wieder Kleinigkeiten, haben wir gesehen, müssen wir noch ändern im Training. Vielleicht nur mehr Sachen selber entscheiden und nur mehr schauen, dass wir eigene Kämpfe kriegen und dann werden wir das Ganze nur steigern in Zukunft. Aber ich habe nicht gerechnet mit diesem Ausgang. Natürlich, dass sich der Legionär von einer ein bisschen Wetter hat im ersten Durchgang. Es ist natürlich ein Pech gewesen vielleicht für Hartkirchen. Aber so ist einfach der Sport. Aber die Mannschaft heute von mir, die hat eigentlich, wir haben sie selber ein paar überrascht, wie der Reisinger Jonathan. Also was der momentan kämpft, das ist sensationell. Ja, und von Leutgeb ist man das eh schon gewohnt eigentlich, dass eigentlich schon ein bisschen ein Garant ist in unserer Mannschaft. Aber es war trotzdem, glaube ich, auch fürs Publikum sehr spannende Kämpfe, faire Kämpfe. Und so soll ja der Sport sein, dass man halt nachher der andere wieder zusammengeht und sich abklatscht. Aber unser Kampfsport ist, wo der eine mal der andere wieder mal eine, auch nicht so unsanft angegriffen wird, aber das ist eben einfach unser Sport und der Kampfsport ist immer so. Askü Reich Ramming gewinnt also doch überraschend das Oberösterreich-Derby gegen Dynamic One mit 8:6. Die weiteren Ergebnisse dieser 7. Runde im Überblick. Die Galaxy Tigers bezwingen Vienna Samurai mit 14:0. Flachgau schlägt Pinzgau mit 11:3 und überraschenderweise verliert Wimpassing zu Hause gegen das UJZ Mühlviertel mit 5:9. Ein Blick auf die Tabelle verrät, dass die Final Four Teilnehmer mit den Galaxy Tigers, Wimpassing, Flachgau und dem UJZ Mühlviertel bereits feststehen. Reich Ramming verbessert sich auf Rang 6 und liegt somit vor Dynamic One, die Punkte gleich auf Platz 7 zu finden sind. Und weiter sieglos sind die Vienna Samurais.